Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Ostwestforum Gut Göderitz, sehr geehrter Herrn Botschafter AD, meine Damen und Herren, im Namen des Vorstandes begrüße ich Sie alle sehr herzlich zu einer neuen Veranstaltung unserer monatlichen Samstagabendreihe. Heute fangen wir wieder mit einem kleinen Vorprogramm an. Unser Bürgerverein eröffnet eine neue Kunstausstellung. Es ist unsere 34. Und den Stammbesuchern unter Ihnen ist sicher schon aufgefallen, dass wir es diesmal mit einer ganz anderen Art von Malerei zu tun haben und dass der Unterschied zu den abstrakten Strukturbildern unserer vorigen Ausstellung besonders groß ist. Ich mache mir ja immer den Spaß und schaue mir Reaktionen von Besuchern an, die sich vor Eröffnung einer neuen Ausstellung die Bilder anschauen. Und heute habe ich auf fast allen Gesichtern eine heitere Miene gesehen, auf manchen Gesichtern ein Lächeln. Das bedeutet ja wohl, dass diese Bilder ohne irgendwelche Erklärung verstanden werden und dass sie mit guten Gefühlen aufgenommen werden. Woran liegt das wohl? Was lösen diese Bilder in uns aus? Ist es die vielleicht unbewusste Erinnerung an unsere eigene Kindheit mit ihrer unverstellten, naiven Weltsicht? Ist es vielleicht die Erinnerung an einen schönen Urlaub in ländlicher Idylle, ganz entspannt? Auf alle Fälle scheinen es positive Erinnerungen oder auch positive Erwartungen zu sein, die da ausgelöst werden. Auf den Bildern dieser Ausstellung, auf den meisten, sieht man zufriedene Menschen, glückliche Tiere, schöne Pflanzen, schöne Blumen, anheimelnde Räume und Ortschaften. Es ist ein bisschen eine heile Welt, die uns hier anschaut, eine kleine Idylle, auf die wir schauen. Und eine heile Welt in unserer heutigen Zeit, das ist schon ein Stück naiv. Und auch die Art und Weise, wie diese Bilder gemalt sind, diese heiteren Bildmotive, diese innere Freundlichkeit, diese warme, freundliche Farbigkeit, die Flächigkeit der Gestaltung ohne Perspektive, ohne Schatten, auch das hat so einen naiven Zug. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, das Ostwestforum Gut Göderitz zeigt heute zum ersten Mal naive Malerei, naive Kunst. Das ist eine Kunstrichtung, die ist seit weniger als einem halben Jahrhundert salonfähig für die akademische Malkultur, für die offizielle, für die öffentliche Kunst- und Kulturwelt. 1920 gab es die erste Ausstellung naiver Malerei in Paris war das. Der Künstler, der Maler dieser Bilder, ist in meinen Augen einer der ganz großen naiven Maler unseres Landes. Und es ist eine große Freude für unseren Bürgerverein, dass er hier bei uns ausstellt. Der Künstler. Der Künstler hat seine Göderitzer Ausstellung Sehnsucht und Distanz genannt. Sehnsucht und Distanz, das sind zwei Begriffe, die scheinen so überhaupt nicht zusammenzupassen, sodass man sich schon fragt, in welchem Zusammenhang, mit welcher Bedeutung versteht der Künstler diese Begriffe. Ist es die Sehnsucht nach dem Abbau einer trennenden Distanz, nach der Verringerung eines störenden Abstandes? Oder ist Distanz vielleicht positiv gemeint, als bewusstes Abstandhalten gegenüber allen Versuchen der Vereinnahmung der eigenen Person? Ich komme darauf noch zu sprechen. Aber zunächst einmal gehe ich davon aus, dass mir viele von Ihnen, vielleicht die meisten, zustimmen, wenn ich sage, dass die Idylle dieser Bilderwelt gut in die Idylle von Gut Göderitz passt. Gut auch in diesen Raum, die alte Schäferei, einen ländlichen Wirtschaftsbau von 1792. Der Schöpfer dieser Bilder, der große naive Maler, das ist Ulrich Pietsch. Er ist heute zusammen mit seiner Frau zur Eröffnung dieser Ausstellung zu uns gekommen. Darüber können wir uns sehr freuen. Lieber Herr Pietsch, liebe Frau Pietsch, seien Sie in unserer Mitte herzlich willkommen. Ich muss gleich dazu sagen, dass Herr Pietsch und seine Frau heute gleich weg müssen. Die Bilder bleiben hier. Ich möchte Ihnen jetzt diesen
unverwechselbaren und vielseitigen Künstler kurz vorstellen und auch ein paar Bemerkungen machen zu seinen Bildern. Wie immer natürlich aus meiner ganz persönlichen Sicht, aus einer sehr subjektiven Sicht. Und Sie werden merken, dass zu dieser subjektiven Sicht nicht nur gehört, dass ich Ulrich Pietsch für einen großen, naiven Maler halte, sondern auch für ein sehr sympathisches Original. Zum Biografischen. Er ist 1937 in Oberwartha geboren. In diesem Dorf am Stadtrand von Dresden verbringt er seine Kindheit. Erfährt er diese ersten tiefen Prägungen, die wir alle in unserer Kindheit erfahren? Oberwartha ist längst nach Dresden eingemeindet. In der Kulturstadt Dresden bildet sich bei Ulrich Pietsch schon im Schulalter eine besondere Beziehung, eine besondere Liebe zum Theater heraus, zur Oper vor allem. Aber mit Malerei hat das überhaupt noch nichts zu tun. Zum Malen fängt Ulrich Pietsch erst ganz spät an, mit 40 Jahren. Und das ohne irgendeine Ausbildung auf diesem Gebiet. Und er ist bis heute Autodidakt geblieben. Übrigens, die meisten großen, naiven Maler waren oder sind Autodidakten. Und wenn akademische Maler versucht haben, auf diese naive Art und Weise zu malen, waren sie nicht wirklich authentisch und nicht wirklich erfolgreich. Als Ulrich Pietsch mit 40 Jahren zu malen beginnt, da kann er schon auf eine sehr bewegte, abwechslungsreiche berufliche Vergangenheit zurückschauen. Er hat eine Lehre zum landwirtschaftlichen Facharbeiter gemacht, er ist Montagearbeiter gewesen, er hat eine Ausbildung zum Redakteur abgeschlossen, er hat an der Humboldt-Universität Philosophie studiert, er hat sich für Theaterwissenschaft spezialisiert, er war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität, er hat für den Berliner Rundfunk und für die Zeitschrift Theater der Zeit als Theaterkritiker gearbeitet. Eine Menge beruflicher Felder, auf denen sich Ulrich Pietsch ausprobiert hat, auf denen er nach beruflicher Erfüllung gesucht hat. Aber immer und überall hat er sich versuchen widersetzt, ihn irgendwo von außen ein- und zuzuordnen, ihn irgendwo zu vereinnahmen. Und eine solche Distanzierungshaltung, die kann nicht nur berufliche Schwierigkeiten mit sich bringen, sondern auch, es war ja in der DDR auch, politische Schwierigkeiten. 1968 heiratet Ulrich Pietsch seine große Liebe, Lydia Wolgina, prima Ballerina an der Berliner Staatsoper. Als seine Frau 8 Jahre später aus Altersgründen ihre sehr erfolgreiche Karriere als Tänzerin beenden muss, was ja für Tänzer und Tänzerinnen wohl nicht ganz so ungewöhnlich ist, da ist das trotzdem mit Traurigkeit, mit Verbitterung verbunden. Und in dieser Situation, da will Ulrich Pietsch seine Frau trösten, er will eine Freude machen. Und wie macht er das? Er malt ihr mit Ölfarbe kleine Bildchen und stellt ihr die auf den Frühstückstisch. Und sieh da, diese Therapie funktioniert, das Lächeln seiner Frau kehrt zurück und es ist seine Frau, die dieses neue Talent ihres Mannes entdeckt und davon überzeugt ist, das muss man fördern. Sie sagt zu ihm, das Malen ist deine Bestimmung. Jetzt hast du das gefunden, was du so lange gesucht hast, ohne zu wissen, was es war. Und sie wird seine Muse und ist es bis heute geblieben. Mit ihrer Initiative kommt es bald zu den ersten Ausstellungen seiner Bilder. Die werden von den Besuchern begeistert aufgenommen. Die offizielle, die akademische Kunstwelt ist eher reserviert bis zurückhaltend. Die Art und Weise, was Ulrich Pietsch malt und wie er das malt, passt so nicht ganz zum Malstil des sozialistischen Realismus, der gewollt ist. Ulrich Pietsch ficht diese Distanzierung und Verweigerungshaltung der Kunstwelt nicht an, seit er für sich überzeugt ist, für sich begriffen hat, dass er sich nicht anpassen kann, nicht anpassen will. Diese Distanzierung und Verweigerungshaltung, die drückt er auch in einem kleinen Gedicht aus. Das hat den Titel Im Strom und es geht so. Auch wer gegen den Strom schwimmt, schwimmt mit dem Strom. Aber wer mit dem Strom schwimmt, erst recht. Ich halte es mit mir selber, denn Zehen nur stecke ich in den Fluss, finde ihn zu kalt, zu warm oder mit Schmutz, zucke zurück und gehe spazieren. Bald hat diese Distanzierung und Verweigerungshaltung auch eine ganz praktische Konsequenz. Ulrich Pietsch und seine Frau stellen den Ausreiseantrag. 1982 wird dem stattgegeben. Die Ausreise kostet sie ihr schönes Haus am Wandlitzsee, das ihnen ohne Bezahlung abgenommen wird. Aber auch im Westen ist Ulrich Pietsch bald erfolgreich. Die Anzahl der Ausstellungen nimmt zu, der Bildverkäufe ebenfalls. Aber auch hier ist es so, dass die akademische Bildwelt eher Kunstwelt eher reserviert seinen Bildern gegenübersteht. Der Ulrich Pietsch, der interessiert sich nicht für aktuelle Trends, für aktuelle Moden. Er ist auch Mitglied in, er gehört keinem einzigen Künstlerverband an.
Er will unabhängig sein, so malen, wie er es kann und so, wie er es will. Ich habe auch die Vermutung, dass er vielleicht nicht ganz glücklich damit ist, dass ich ihn zu Beginn so einfach der naiven Malerei zugeordnet habe. Er hat einmal über seine Arbeit gesagt: Als ich ins Malfieber geriet, habe ich nicht über Theorien nachgedacht. Ich war gelenkt von einem unerklärlichen inneren Drang, mich auszudrücken. Und dieser Drang hat zwei Erscheinungsformen. Eine erste: Seine Malerei hat einen biografischen Aspekt. Malend erzählt er von seinem Leben, vor allen Dingen von seiner Kindheit, von den Prägungen aus seiner Kindheit und vom Zusammenleben mit seiner Frau und Muse. Und der zweite Aspekt: Seine Malerei ist eine Malerei von einer Welt, nach der er sich sehnt. Das ist eine Welt ohne Gewalt, ohne Kriege, eine Welt friedlichen Zusammenlebens, guter Nachbarschaft, enger Naturverbundenheit. Und diese Sehnsucht nach einer solchen heilen Welt und ein bisschen Wehmut auch um ihren Verlust, das scheint so das Gefühlsgemisch zu sein, das typisch ist für Ulrich Pietzsch. Und wahrscheinlich ist er mit dieser Sehnsucht ganz glücklich. Wilhelm Raabe, der große Erzähler, hat mal den Satz geprägt: Des Menschen Herz kann am glücklichsten sein, wenn es sich so recht sehnt. Das scheint für Ulrich Pietzsch schon zuzutreffen. ...1987 ziehen Ulrich Pietzsch und seine Frau um in den Ortsteil Kukate des Dorfes Wadeweiz, das ist im Wendland in Niedersachsen. Dort, mitten in der ländlichen Idylle, haben sie sich ein großes altes Bauernhaus gekauft, nach ihren Wünschen restauriert, eingerichtet. Jetzt hat sich eine Sehnsucht von Ulrich Pietzsch erfüllt. Er kann ganz für sich und seine Frau da sein, er kann mitten in der Natur leben, er kann malen, wie er es will, wie er es kann, er ist von niemandem abhängig. Und Ulrich Pietzsch ist ein unerschöpflich ideenreicher, fleißiger Maler. Es gibt bisher mehr als 3000 Bilder von ihm mit Ölfarben, mit Aquarellfarben, als Pastelle, mit Acrylfarben. Auf mehr als 70 Einzel- und mehr als 20 Gruppenausstellungen waren seine Bilder bisher zu sehen, im Inland und auch im Ausland. Angriffe, Kritiken an seiner Malerei, die treffen nicht wirklich. Er ruht da fest in sich. Eine solche Kritik, die immer mal erhoben wird: Er würde eine Idylle malen. Seine Antwort: Manche sagen, ich male Idylle. Na und? Idylle gibt es doch. In kümmerlichen Resten zwar, aber warum sollte man sie nicht malen? Es gibt so viel Schreckliches auf der Welt. Das zu malen käme mir nicht in den Sinn. Eine andere Kritik an seiner Malerei: Seine Malerei sei lebensfremd. Er ist zum Gegenteil überzeugt. Er möchte mit seinen Bildern Freude machen und Trost spenden. Aber Freude und Trost, das ist doch das Gegenteil von Lebensfremdheit, das ist Lebenshilfe. Und wahrscheinlich ist die Reaktion, die sehr positive Reaktion vieler Betrachter seiner Bilder, auch darauf zurückzuführen, dass sie diesen Lebenshilfe-Effekt verspüren. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich hatte eingangs gesagt, Ulrich Pietzsch ist ein vielseitiger Künstler. Er malt nicht nur, er schreibt auch. Er ist ein malender und ein schreibender Poet. Und seit 20 Jahren ungefähr gehören Malen und Schreiben bei ihm ganz eng zusammen. Das, was Orhan Pamuk, dieser große türkische Literaturnobelpreisträger, in dem Satz formuliert hat, so einfach: Farbe und Wort sind Geschwister. Farbe und Wort sind Geschwister. Bei Ulrich Pietzsch sind sie wirklich Geschwister. Seine Malerei und seine Texte, die sind eng miteinander verwandt. Seine Bilder wie seine Texte haben diesen harmonisierenden Grundton, haben diese innere Freundlichkeit. Seine Bilder wie seine Texte haben oft diesen heiteren Hintersinn und diese philosophische Tiefe. Seine Texte wie seine Bilder haben oft so einen biografischen Aspekt. Sein jüngstes Buch, Der kleine Wadenbeißer, eine Kindheit zwischen Oberwartha und Dresden, ist der Roman einer Kindheit, in diesem Jahr erst erschienen. Ich habe es mit großem Gewinn gelesen. Ich bin erst 1957 nach Dresden gekommen. Ich habe über die Jahre davor eine Menge erfahren. Vor allen Dingen habe ich viel erfahren über Ulrich Pietzsch in diesem Kindheitsroman. Für mich ist Ulrich Pietzsch ein Mensch, der hat irgendwann einmal seine Kindheit in eine große Tasche gepackt und die hat er mitgenommen in sein Erwachsenenleben.
Und seit 40 Jahren beim Malen schaut er einfach in diese Tasche und dann malt er seine Sehnsuchtswelt in dieser großartigen, glücklichen Einheit von der Naivität des Kindes und der Weisheit des Philosophen. Ein anderes Buch von ihm hat den Titel Aufs richtige Pferd gesetzt und andere Geschichten über meine Bilder und so weiter. In 38 Kurzgeschichten erzählt er von seiner Malerei und beschreibt einige seiner Bilder. Eine der Kurzgeschichten hat für mich etwas völlig Neues gebracht. Da bedankt er sich nämlich bei einem Helfer in der Zeit, als er und seine Frau die Ausreise aus der DDR planten. Ein damaliger Mitarbeiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in der DDR hat ihn unterstützend beraten. Und als die dann die Ausreise bestätigt bekamen, war ihr erstes Quartier in West-Berlin die Wohnung dieses Mitarbeiters, der inzwischen die Arbeit gewechselt hatte und Leiter der Außenstelle der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kairo war. Und er bedankt sich also bei diesem Mann. Und ja, und die Insider unter Ihnen werden Sie jetzt schon wissen, das ist Herr Axel Schmidt-Gödritz, unser Vorstandsvorsitzender. Auf diesem Buch, auf dem Umschlag drauf, ist ein Bild natürlich von Ulrich Pietzsch drauf, ein Selbstporträt. Er sitzt auf einem Pferd und schaut aus dem Bild heraus, er schaut uns an, die Betrachter, und zwar selbstbewusst sicher. Er hat aufs richtige Pferd gesetzt mit der Entscheidung zu malen. Und auf dem Bild links unten ist eine Frauenfigur. Es ist seine Frau und Muse. Und wenn man genau hinschaut, dann merkt man, was hat die denn in der Hand? Sie hat die Zügel des Pferdes in der Hand, auf dem ihr Mann sitzt. In der Kombination kann ja wohl nicht schief gehen. Also welch heiterer Hintersinn und welch großartige Liebeserklärung. Apropos Liebeserklärung, Ulrich Pietzsch hat einmal über den Anteil seiner Frau an seinem künstlerischen Schaffen Folgendes geschrieben. Meine herzensgute Frau ist bei jedem Bild Mitschöpferin. Nicht nur deswegen, weil ich die Bilder eigentlich ausschließlich für sie male. Sie gibt auch direkte Ratschläge, weil sie als Künstlerin eine ganze Menge Erfahrung einzubringen hat. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich denke, dass die Idylle dieser Bilderwelt gut in die Idylle von Gödelitz passt. Aber viele der Bilder passen auch gut in unseren Bürgerverein, dessen Name Ost-West-Forum ja auch ein Programm ist. Sie werden sehen, wenn Sie sich umschauen, auf einer ganzen Reihe von Bildern ist Ulrich Pietzsch, hat er sich selbst gemalt, mit seiner Frau und Muse zusammen. Und diese Bilder, die erzählen von einer ganz besonderen, von einer glücklichen, von einer geglückten Ost-West-Beziehung. Also so ein biografischer Aspekt. Ulrich Pietzsch hat auch eine Biografie seiner Frau geschrieben. Lebenssprünge heißt der Text. Ich habe das Manuskript gelesen, ist wohl noch nicht veröffentlicht. Und da gibt es ein kleines Vorwort und das möchte ich Ihnen zum Schluss vorlesen. Es heißt, es geschehen in unser aller Leben oft schicksalhaft unvorhergesehene Dinge, von denen hier berichtet wird. Auf der einen Seite unserer Kugelerde in Asien, in Usbekistan, genau an Taschkent, ist am 19. Januar 1937 ein weiblicher russischer Mensch geboren worden. Und 24 Tage später, am 12. Februar 1937, passierte dasselbe, 5000 Kilometer entfernt auf der anderen Kugelseite in Europa, in Deutschland, genauer in Dresden, wo ein männlicher deutscher Mensch zu atmen anfing. In zwei befeindeten Staaten konnten die beiden Eltern nicht ahnen, dass ihre Kinder zwar als Feinde geboren waren, aber als Freunde liebevoll ein halbes Jahrhundert in einer Ehe leben würden. Zwei Künstlerleben, eine Schaffensgemeinschaft, Schicksale in der unruhigen Zeit des 20. Jahrhunderts. Ein wunderschöner Text, der erzählt von einer ganz ungewöhnlichen, ganz besonderen Ost-West-Beziehung, und mit so einem Text kann man die 34. Kunstausstellung des Ost-West-Forums nicht besser eröffnen. Ich möchte noch dazu sagen, dass hier die Bilder ausliegen, dass die Bücher ausliegen, die zu kaufen sind. Wer sich oder guten Freunden eine besondere Freude machen will, Weihnachten steht in einem Vierteljahr vor der Tür, das wäre so etwas, das will ich also noch dazu sagen. Und damit übergebe ich mit einem Dankeschön für geduldiges Zuhören zum Hauptprogramm des Abends an unseren Vorstandsvorsitzenden. Okay.